Vierter Lauf der DTM-Saison 2008 auf dem Eurospeedway Lausitz vor der Rekordkulisse von 80.000 Zuschauern bei guten äußeren Bedingungen. In der Startaufstellung zwei Mercedes-Benz vor zwei Audis und nach problemlosem Beginn geht es so auch in die erste Kurve. Allerdings kann sich Martin Tomczyk an Jamie Green vorbei auf den fünften Platz nach vorne schieben. Noch in der ersten Runde wird Tom Christensen von Alexandre Primat angeschoben, dreht sich und beschädigt dabei sein Auto. Das komplette Feld fährt an Christensen vorbei. Für ihn ging es schließlich erstmal ohne Motorhaube als Letztplatzierter weiter. Das Ende folgte dagegen in der dritten Runde für Markus Winkelhock. Eine Berührung in einer der ersten Kurven hatte seine Aufhängung am linken Hinterrad so in Mitleidenschaft gezogen, dass schließlich sein Reifen platzte. Er überstand den Unfall unverletzt, das Safety Car kam auf die Strecke. Beim Restart weiterhin Paul Di Resta an der Spitze, vor Bruno Spengler, Timo Scheider, Matthias Ekström und Martin Tomczyk. Der von zwei gestartete Bruno Spengler kam gemeinsam mit Timo Scheider an die Box, musste diesem aber nach Problemen beim Boxenstopp bei der Ausfahrt den Vortritt lassen. In der Folge Timo Scheider auf Rang 2. Matthias Lauda fuhr ein sensationelles Rennen. Er war als Letzter gestartet und wurde Zwölfter. Hier beißt sich Ralf Schumacher an ihm die Zähne aus. Der ehemalige Formel-1-Pilot wurde schließlich 13. Paul Di Resta fuhr derweil an der Spitze ein souveränes Rennen, ließ nichts mehr anbrennen und gewann zum ersten Mal in seiner DTM-Karriere. Timo Scheider, der Führende der Gesamtwertung, wurde Zweiter vor Matthias Ekström und Martin Tomczyk. Jubel bei Mercedes-Benz über den zweiten Sieg in Folge, aber auch bei Audi mit drei Fahrzeugen unter den ersten vier. Mann des Tages war aber der 22-jährige Schotte. Paul Di Resta also auf Platz 1, hinter Timo Scheider auf Platz 2, vor dem Vorjahreschampion Matthias Ekström und Martin Tomczyk. Mit drei Mercedes-Benz auf den folgenden Plätzen. Bester Jahreswagenpilot ist Oliver Jarvis auf Platz 8. Alexandre Primat wurde wegen der Verwendung nicht zugeteilter Reifen ausgeschlossen. Traditionelle Champagnerdusche auf dem Podium, der Blick auf den Gesamtstand nach vier Rennen. Hier führt weiterhin Timo Scheider vor dem heutigen Sieger Paul Di Resta, der mit dem Wochenende in der Lausitz sehr zufrieden war. Ein perfektes Wochenende, die schnellste Zeit in der Qualifikation, Pole Position und ich habe das Rennen gewonnen. Das Auto lief perfekt und jeder im Team hat dafür so hart gearbeitet. Sie haben mir ein hervorragendes Auto hingestellt und ich konnte ihnen einen Erfolg schenken. Hoffentlich können wir in der Sommerpause weiter erfolgreich arbeiten und beim nächsten Rennen wieder vorne stehen. Es bleibt spannend in der DTM. Das nächste Rennen der Saison findet am 29. Juni auf dem Norrisring statt.